auf dem Weg keine Sorgen liegt, in die Hände deines Vaters voll Vertrauen. Lass zu Haus gut und Hab außer einem Wanderstab. Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, die Älteren von uns werden es vielleicht noch wissen, den Jüngeren muss man es wahrscheinlich eher erklären, was ein Primitsegen ist. Und was damit verbunden ist, ein Primitsegen ist der Segen, den ein Priester nach seiner Priesterweihe und einige Tage danach spendet. Und das war früher ein richtiges Ereignis, obwohl es ja da noch viel, viel mehr Priester gab als heute. Das lässt heute ein bisschen nach. In meiner Heimat sagte man, man läuft sich drei Paar Schuhe durch für einen Primitsegen. Dieser Primitsegen, der auch der Priester nur an ein paar Tagen in seinem ganzen Leben spenden kann, ist sozusagen der letzte Rest von dem, was wir heute im Evangelium finden. Und wir können es vielleicht darüber, über diese Vorstellung und über diese Realität, die wir vielleicht schon erlebt haben, besser verstehen. Dass es charismatische Fähigkeiten nur für eine ganz bestimmte Zeit gibt. Warum sagt Jesus hier im Evangelium, denen, die er aussendet, mit einem ganz besonderen Auftrag, wir kommen darauf gleich noch, grüßt niemand unterwegs. Durch den Gruß verlieren sie ein Stück ihrer Fähigkeit und geben es ab. Warum kehrt der Friede, den man einem Haus wünscht, wenn dort kein Mensch des Friedens wohnt, auf den, der dort eingekehrt ist, auf den Gast zurück? Weil die Fähigkeit des Segens, diese charismatische Fähigkeit, diese Fähigkeit durch den Geist begrenzt ist. Nur Gott hat die Fülle des Segens, weil er der eigentliche Segen ist von allem, wie er der Ursprung von allem ist. Wir, die Kirche, partizipiert an diesem Segen. Sie kann ihn weitergeben, aber nur in einer begrenzten Weise. Auch Menschen können ihn nur in begrenzter Weise weitergeben. Wenn wir darüber nachdenken, ist das etwas sehr Spannendes. Uns kommt das heute sehr merkwürdig vor. Alles, was uns heute im Evangelium begegnet, das sind für uns böhmische Dörfer. Obwohl die sind inzwischen bekannter als das, was heute im Evangelium steht. Wie Jesus seine Leute ausschickt, diese 72 anderen. Wie schickt er sie aus? Als eine Elite schickt er sie aus. Nicht als Beamte. Er schickt sie als eine asketische Elite aus, ohne Vorrat, ohne Geld, ohne Schuhe. Er schickt sie aus als eine charismatische Elite. Sie haben einen Segen, den sie von Jesus bekommen haben, die Aussendung und diesen Segen, und den sollen sie gezielt einsetzen. Wozu? Die Jünger haben das erfahren, sie erzählen es, als sie zurückkommen. Sogar die Dämonen gehorchen uns. Und Jesus antwortet mit diesem merkwürdigen Vers, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Darüber gehen wir heute mit einer Leichtigkeit hinweg und sagen, ach ja, das ist alles so Vorstellung von 2000 Jahren. Mein Gott, das haben wir doch wirklich lange hinter uns gelassen. Wir sind aufgeklärte Menschen, oder? Und es gibt leider Gottes immer noch Katholiken, das ist übrigens auch eine Form von Kolonialismus, wenn wir sagen, irgendwo in Brasilien oder in Afrika gibt es noch Katholiken, die nicht so intelligent sind wie wir. Die glauben noch an sowas. Welch ein Unsinn. Mir ist das egal, wie man das nennt. Aber das Faktum hat sich doch nicht geändert. Was Jesus hier im Evangelium heute sagt, ist, dass der Satan im Himmel keine Macht hat. Die Offenbarung erzählt, wie der Engelfürst Michael diesen Satan, diesen abtrünnigen Engel, herabstürzt. Aber hier auf der Erde treibt er sein Unwesen. Wer kann heute ernsthaft bestreiten? Und wenn wir Kirche sind, müssen wir das theologisch verstehen, geistlich verstehen, dass die Macht des Bösen Überhand nimmt. Wer will das ernsthaft bestreiten?
Jede eigene Homepage auf Facebook, jede Nachrichtenseite ist voll davon, von unzähligen Beispielen. Bis hinein in unser persönliches Leben nimmt die Macht des Bösen überhand. Und wer das bestreitet, wird nie die Aufgabe der Jünger Jesu verstehen, wird nie die Aufgabe der Kirche in dieser Welt verstehen, die sich definiert hat, noch einmal neu, auch beim letzten Konzil, als Sakrament des Heils, als ein Zeichen der Fruchtbarkeit und des Segens Gottes mitten in dieser vom Bösen angefeindeten und bedrohten Welt. Es geht nicht darum, alles schlecht zu reden, es geht darum, nüchtern und realistisch hinzuschauen und unsere eigene Aufgabe zu finden. Die Welt braucht sehr nötig eine charismatische, asketische Elite, sagt ein Ausleger unserer Zeit. Sie braucht Gebet und Sakrament, sie braucht Heilige und die Praxis des Segens der Kirche. Es ist nicht ganz gut um unsere Kirche bestellt, wenn gerade die Rede vom Segen und die Praxis des Segens in eine Krise gekommen ist. Die ersten Seiten im Gotteslob geben davon schon Zeugnis. Ich komme nochmal auf frühere Generationen. Früher brachten sie ihren Adventkranz zur Kirche zum Segnen. Wenn sie eine Reise unternommen haben, haben sie den Priester gefragt, ob er ihnen den Reisesegen geben kann. Jetzt nach dem Gotteslob, das immerhin die Bischöfe verantworten, können sie immer so einen kleinen Zirkel bilden, können sie alles selber machen. Das ist kein böser Wille. Dahinter steckt der Wunsch, sozusagen einen Segen zu demokratisieren. Dahinter steckt die vollkommen falsch gestellte Frage, wer darf das denn? Als ging es mal wieder darum, da hat einer Macht und die will er mit anderen nicht teilen. Das sind meistens die bösen Priester, die haben die und die anderen dürfen daran nicht teilhaben. Welch ein Unsinn, allein eine solche Frage zu stellen. Wir werden nicht darum herumkommen, dass Jesus, wir hören heute einen Teil davon, einen Zwölferkreis gebildet hat mit besonderen Aufgaben. Dass er 72 andere sendet mit besonderen Aufgaben. Mit der besonderen Aufgabe des Segens. Der hat denen nicht gesagt, geht hin, sammelt Menschen und singt einfach viel Glück und viel Segen und dann ist alles gut. Dann lassen wir es so. Dann fühlen die sich wohl und fühlen sich irgendwie ernst genommen und dann ist es das. Nein. Den Segen zu geben, die Potenz von Christus zu haben, begrenzt, sehr wohl begrenzt, hat damit zu tun, einen Geländegewinn zu verbuchen. Dem Satan, der hier wütet, dem Bösen, das um sich greift, Gelände abzutrotzen. Und jeder, der geistlich zu leben versucht und ein Gefäß des Segens sein kann, den er oder sie weitergibt, weiß sehr wohl darum, wie wenn man das eigene Gelände, das eigene Lebensgelände diesem Bösen überlässt, in kleinen Sachen wie im Großen, wie unfruchtbar es wird, vollkommen unfruchtbar, wirkungslos. Es geht, liebe Schwestern und Brüder, um nichts anderes als um die Veränderung der Welt. Dass möglichst viele Namen im Himmel eingeschrieben sind, wie Jesus heute sagt. Das ist unsere Aufgabe, den Segen in die Welt zu tragen, Segen zu empfangen, selber Gesegnete zu sein, die wir eigentlich sind, und durchlässig zu werden für den Segen, den wir Tag für Tag von Gott empfangen, von dem wir besonders erfüllt werden, wenn wir Sakramente feiern. Wenn wir gleich die Eucharistie empfangen, dann werden wir als Gesegnete in die Welt gesendet und auch dem Bösen entgegengesendet. Wir können diesen Satz nicht aus dem Evangelium streichen. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Es hilft nichts, wenn wir sagen, ach, die Wölfe sind jetzt auch Schafe. Dann haben wir nicht so viel Angst davor. Dann sind die auch ganz nett. Wir erliegen permanent, auch im kirchlichen Sprachgebrauch, solchen Selbsttäuschungen. Oder wir sagen, okay, wir machen ein anderes Spiel. Wir werden selber Wölfe.
Der Mensch, dem Menschen ein Wolf. Das hatten wir schon mal. Jeden Tag gibt es davon Beispiele genug, im Großen wie im Kleinen. Nein. Es braucht, um es noch einmal zu wiederholen, und das ist die Zukunft der Kirche auch hier. Die Welt braucht sehr nötig eine charismatische und asketische Elite. Das heißt, es braucht Priester, die darin geschult sind, den Segen von Christus zu empfangen und ihn weiterzugeben, auch wenn er ihnen nur begrenzt gegeben ist. Wenn wir die Priester weiterhin ausbilden wie Filialleiter von Kreissparkassen, ich bleibe bei diesem Bild, müssen wir uns nicht wundern, dass wir am Schluss alles, auch die Kirche, in ein Bankenwesen aufgelöst haben. Das ist alles gut bürgerlich, natürlich. Wir gehen zur Kirche wie zum Bankomaten, wir ziehen uns das, was wir brauchen, und dann gehen wir wieder nach Hause. Wenn wir ein bisschen im Minus sind, naja, der liebe Gott drückt da schon ein Auge zu. Ist das nicht doch ein bisschen schlicht? Und welcher einigermaßen hier im Kopf begabte Mensch merkt nicht, welche Selbsttäuschung das ist? Und der Böse reibt sich die Hände. Nein, der Böse ist gestürzt an einer Stelle, wie ein Blitz vom Himmel gefallen. Und auch hier dürfen wir ihm kein bisschen Raum gewähren. Bei uns nicht und nach außen nicht. Auch für die Menschen nicht, die es vielleicht anders sehen. Die sagen, das ist alles irgendwie eine merkwürdig magische Vorstellung. Es macht nichts, wir müssen uns nicht mit ihnen streiten. Wir sollten das tun, was wir für richtig halten und was Jesus uns sagt. Durch Gebet und Segen in die Welt hinein wirken und sie so der Macht des Bösen entreißen.